Der RE 29 ist ein Regionalexpress, der fünfmal pro Tag die Frankenmetropole Nürnberg mit der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt verbindet. In diesem Video stelle ich euch den Fahrzeugeinsatz, den Fahrplan und die Bahnhöfe entlang der Strecke genauer vor. Viel Spaß! Starten wir mit dem Fahrplan. Der RE 29 fährt fünfmal pro Tag. Abfahrt in Nürnberg ist immer um 6.10 Uhr, 8.10 Uhr, 12.10 Uhr, 16.10 Uhr und 18.10 Uhr. Ankunft in Erfurt immer um 8.03 Uhr, 10.03 Uhr, 14.03 Uhr, 18.03 Uhr und 20.03 Uhr. Runterwärts Richtung Nürnberg sind Abfahrten in Erfurt immer um 7.52 Uhr, 9.52 Uhr, 13.52 Uhr, 17.52 Uhr und 19.52 Uhr. Eine Stunde und 53 Minuten später in Nürnberg Ankunft immer um 9.48 Uhr, 11.48 Uhr, 15.48 Uhr, 19.48 Uhr und 21.48 Uhr. Kommen wir zum Fahrzeug. Auf der Linie RE 29 kommen nun ganz neue sechsteilige Siemens D-Zero HC der Baureihe 4462 zum Einsatz. Ähnliche Fahrzeuge der Baureihe 1462 fahren seit dem 19.12.2023 auf dem Franken-Thüringen-Express. Die Unterschiede der Fahrzeuge sind wie folgt. Die 4462 besitzen eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h, während die 1462 nur mit 160 km/h unterwegs sind. Außerdem sind sie druckdicht. Die Gründe dafür sind, dass sich die RE-Züge auch mit 300 km/h schnellen ICE-Zügen sicher begegnen können. Der wohl größte Unterschied liegt in den Türen. Während die 1462 doppelflügelige Türen haben, besitzen die 4462 nur einflügelige Türen. Auch hat der neue Zug die Fahrten über die Schnellfahrstrecke das neue Zugsicherungssystem European Train Control System, kurz ETCS. Die Züge bestehen aus 6 Wagen, 2 einstöckige End- und 4-stöckige Mittelwagen. Sie haben insgesamt 634 Sitzplätze, wovon 87 als Klappsitze ausgeführt sind. Hinzu kommen bei Nichtnutzung der Klappsitze 778 Stehplätze, was eine zusätzliche Maximalkapazität von 1325 Personen pro Züge ergibt. Die Unterwegsseite des Zuges sind Fürth, Erlangen, Forchheim, Hirscheid, Bamberg, Coburg und Coburg-Nord. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Im Anschluss zeige ich euch eine Express mit Fahrt von Coburg nach Nürnberg und zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und gern bis zum nächsten Mal. RE 29 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Forchheim, Erlangen. Nächste Station Bamberg.
Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Bamberg. In Bamberg haben Sie folgende Anschlüsse: ICE 509 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 15.17 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. RE 14 nach Saalfeld über Lichtenfels um 15.23 Uhr von Gleis 6. ICE 706 nach Hamburg-Altona über Berlin-Südkreuz um 15.42 Uhr von Gleis 6. IC 2067 nach Leipzig Hauptbahnhof über Lichtenfels, planmäßige Abfahrt 15 Uhr, heute voraussichtlich um 15.57 Uhr von Gleis 6. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. RE 29 nach Nürnberg Hauptbahnhof über Forchheim, Erlangen. Nächste Station Hirscheid. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Forchheim. In Forchheim haben Sie folgende Anschlüsse: S1 nach Neumarkt in der Oberpfalz über Nürnberg Hauptbahnhof um 15.31 Uhr von Gleis 4. S1 nach Bamberg über Egolsheim, planmäßige Abfahrt 15.29 Uhr, heute voraussichtlich um 15.33 Uhr von Gleis 5. AG RB 22 nach Ebermannstadt über Pinsberg um 15.40 Uhr von Gleis 8. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf RE 29 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Nächste Station Erlangen. In
Erlangen haben Sie folgende Anschlüsse. IC 2067 nach Leipzig Hauptbahnhof über Bamberg. Planmäßige Abfahrt 14.39 Uhr. Heute voraussichtlich um 15.35 Uhr von Gleis 1. S1 nach Forchheim über прибавка 45, плюс прибавка Румынии, часть Румынии, плюс прибавка области Сибири. А при чем здесь Украина? Мы говорим о границе, которая, подожди, нас интересует граница. 1945 года. Белоруссии? Нет. Украины и Россия. Нас интересует вопрос, когда было подписано, у нас Вторая мировая. Я не собираюсь. Я хочу Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Fürth Hauptbahnhof. In Fürth Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse. RB 12 nach Markt Erlbach über Siegelsdorf um 15.58 Uhr von Gleis 4. S1 nach Bamberg über Erlangen um 15.58 Uhr von Gleis 20. RB 11 nach Cadolzburg über Fürth-Westvorstadt um 16.03 Uhr von Gleis 7. RE 10 nach Klitzingen über Siegelsdorf um 16.13 Uhr. Von Gleis 4. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Fürth Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Все мне рассказывают о том, что Европа процветает, процветает, и западный мир расцветает, а Россия загнивает. При том, что в России раньше, 15 лет назад, когда платили, там, не знаю, там, тысячу рублей, сейчас на том самом месте платят 3000 рублей. Я вам хочу сказать, раз мы отсюда, вот чемодан был в России, и там же дети, и вот эти трансляции. А вот на этой земле Германии, я вот, когда был где-то, RE 29 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Nächste Station Nürnberg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Какие западные? Это немецкие. Экономика Германии, это близко. Смотрите. Европа. Я вот сейчас скажу, вы мужчины кинули себе тяжело. Посмотрите, совсем что-то создать это. А вот эти идеи, не переживайте. Панславизм, пантюркизм. Да, я, конечно, для вас идея и панславизма, и панкюркизма смертельна для Казахстана. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Nürnberg Hauptbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. In Nürnberg Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse. ICE 622 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 15.22 Uhr. Heute voraussichtlich um 15.54 Uhr von Gleis 6. ICE 509 nach München Hauptbahnhof um 15.57 Uhr von Gleis 9. ICE 504 nach Hamburg-Altona über Leipzig Hauptbahnhof um 16.06 Uhr von Gleis 6. ICE 1106 nach Berlin Hauptbahnhof über Berlin Südkreuz. Planmäßige Abfahrt 16.01 Uhr. Heute voraussichtlich um 16.08 Uhr von Gleis 7. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Thank you.
oder? RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof über Erlangen, Forchheim, Bamberg, Coburg. Nächste Station Fürth Hauptbahnhof. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Fürth Hauptbahnhof. In Fürth Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse: S1 nach Neumarkt in der Oberpfalz über Nürnberg Hauptbahnhof um 18.39 Uhr von Gleis 21. RB11 nach Cadolzburg über Fürth Westvorstadt um 19.03 Uhr von Gleis 7. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Fürth Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach ja, Also ich finde, er wird immer so geschmiert, wenn man ihn so sieht, aber dann sind da trotzdem was drin. Toll. Ich habe morgen, wo ich mich schnell fertig machen muss, kann man dann auch in die Küche mit meinen Ohrringen. Ich habe mir dann die Ohrringe an. Ich kann ja nur knuddeln. Aber die anderen fanden es sehr witzig. RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof über Forchheim, Bamberg, Coburg. Nächste Station Erlangen. RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof über Bamberg, Coburg. Nächste Station Forchheim.
Wunderschönen guten Abend. Einmal die Fahrschein und den Fahrschein, die Ausweisdokumente. Erfurt, Hauptbahnhof über Bamberg, Coburg. Nächste Station, Hirscheid. Station Hirscheid. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Bamberg. In Bamberg haben Sie folgende Anschlüsse: RB 25 nach Kronach über Lichtenfels um 19.04 Uhr von Gleis 8, ICE 603 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof um 19.18 Uhr von Gleis 3, ICE 2161 nach Leipzig Hauptbahnhof über Lichtenfels. Planmäßige Abfahrt 19 Uhr, heute voraussichtlich um 19.19 Uhr von Gleis 6. ICE 702 nach Berlin-Gesundbrunnen über Berlin-Südkreuz um 19.45 Uhr von Gleis 6. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen.
RE29 nach Erfurt Hauptbahnhof. Nächste Station Coburg. Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Coburg. In Coburg haben Sie folgende Anschlüsse. AG RB 18 nach Bad Rodach um 19.32 Uhr von Gleis 5. RE 19 nach Sonneberg Hauptbahnhof über Dörfles-Esbach um 19.34 Uhr von Gleis 4. RE 32 nach Lichtenfels über Ebersdorf bei Coburg um 19.34 Uhr von Gleis 1. AG RB 24 nach Lichtenfels über Kreidlitz um 20.02 Uhr von Gleis 4. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Coburg.
Dort werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Wir verabschieden uns von einem unaussteigenden Fahrgast, bedanken uns für Ihr Verzeihen, auf Wiedersehen und bis bald. Lesen Sie meine Nervchen im Instagram, was next up, Kobio, der Exit-Handel. Right side, think here and goodbye.